Auf jeden Fall noch Warm-up. Die Map scheint noch nicht loszugehen und losgegangen zu sein. Das freut mich doch. Freestyle. Schönes Wort. Übrigens hatte ich recht vorhin mit meinem Read, dass Fnatic da jetzt 10-0 macht. Moment, ist es doch live? Das sieht schon arg live aus. Man fragt dieser Troll-Admin hier live? Hä? Ah, sorry, scheint wirklich live zu sein. Diesen Spray da durch die Smoke mit hoch. Das sah schon ein bisschen nach Gedattel aus, aber. Jo, also 2 zu 2 steht's. Place to play als CT und die Brasilianer als T. So, KNG, glaube ich, King. Dann LRZ, FV, Rix und MCH. Also sind schon ein paar bekannte Namen. Natürlich nicht die allerkrassesten aus Brasilien, aber immerhin sind sie noch aktiv und vertreten auf Events. Playstyle hat jetzt anscheinend gut ausgeschlossen. Fox mit einer komischen Posi kommt aber noch weg. Gegenfläche kommt auch in den Hof. Sehr schön. Gut gemacht von Fox, gutes Teamplay, gute Unterstützung. Neo noch gegen zwei, einer mit einem HP. Oh. Da war es nur noch Overdrive. 1 gegen 2, es kann aber machen. Wie gesagt, MCH nur mit einem HP. Boah, schade. Krass, und er macht sogar mit einem HP. Alter, krass. Das war unnötig. Da waren sie so gut am Schieben. Die Russen. Und schaffen es dann nicht mehr, nachdem Fox auch sogar noch zwei mitnimmt, schaffen es sogar nicht, den Rest aus dem Spiel zu nehmen. So, wer spielt überhaupt B? Ah gut, in der Eco. Nicht wirklich... aussagekräftig. Auf jeden Fall Fox war B, Neo war am Schieben, also wird wohl A spielen. Warum ist denn mein Streamer für LDV auch nicht da? Naja. Boah, schöner Stack am B. Oh, die Runde. Könnte gefährlich werden. Sie ist schon gefährlich. Schöner Shot von Dossia. Und nur noch King mit AWP. Boah, sehr schön. Sauber gemacht. Und das obwohl... Gamerhaus mit Granaten drauf sind. Aber die waren nicht so effektiv... wie sie hätten sein müssen. Ja, dann holen sie sich die Runde von eben, die Waffenrunde, die sie eigentlich hätten gewinnen müssen, quasi wieder zurück. Oh, B-Rush. Lol, wie lange haben sie da Fox bitte nicht gesehen? Naja, 4 zu 3. Aber... Na gut, bisschen wenige Runden gesehen. Vor allen Dingen hätte ich gerne Nuke gesehen, um jetzt hier Gamerhaus besser einschätzen zu können.
ob sie überhaupt noch das Potenzial haben, hier zu gewinnen. Oben. So, haben wir P-Duell gewonnen gegen Fox und aber nachher eine Raumschgabe noch da. Haus von einem geblockt. Ah, ne, haben Kogu geboostet. Sehr schön, ein bisschen Trouble gemacht, jetzt wieder Banane. Und diesmal hat PlayStation keine Ahnung. Romschka hat, glaube ich, selbst gehört. Jo, da sind sie am Schieben. Also Romschke muss auf jeden Fall was gehört haben, aber sie contacten vor. Romschke, ein. Jetzt vielleicht noch die Gegenflash vom Mate. Da sind sie schon drauf, sehr gut drauf gelaufen. Smokes liegen, sehr gut runter bisher. Jetzt einfach nur gut runterspielen. Ah, das ist nicht gut. Sehr schöner Headshot von Neo, aber das ist unnötig, da allein vorzugehen. Ohne Flash, ohne sonstiges. Oder wenn, dann halt mit einem Mate. Ach, schönes Pre-Fire zum Center. Aber MCA gewinnt das Duell. 2 gegen 2. Sehr schön geschoben von Desir nochmal über Seitengang. Aber MDV, ach, dieser Drecksname. MCH zieht direkt an. Und gewinnt 4 zu 4. Schöne Runde, schöne Taktik. Verdient gewonnen. Aber muss man sagen, gut kommuniziert von Romschke. Und gut geschoben von Place to Play. Also die Kommunikation scheint auf jeden Fall immer heute wieder ein Ticken besser zu sein als gestern. Und ich bin wirklich auf Navi gegen Anexis gespannt. Noch kein Spiel von denen gesehen. Anexis ist ja über ihre Gegner gut drüber gefahren und Navi natürlich auch bisher. Von daher mal gucken. Also das können sie auf jeden Fall, ja, wollte ich gerade sagen, können sie auf jeden Fall nochmal spielen am Großen mit Gogo Posi. Da wo Overdrive sitzt. Und jetzt könnte es sogar aufgehen. Mal schauen, ob deine Flash kommt. Boah. Neo mit 1, 2. Eigentlich sollte ich nur auf Neo bleiben. Geil, es gibt gut Punkte fürs Dream Team. Ab Neo nehme ich in meinem Dream Team und sogar in der Rolle First Trigger. Sauber. Schöne Runde von Neo. Führt sein Team auch wieder verdient an. 5 zu 4 overall. Und keine Bombe lädt. Mein scheiß Stream geht wieder auf dem Laptop an. Was ist eine Echo? Schade, also nach dem 2 zu 2 Spielstand und vorhin der gewonnenen Runde, die eigentlich hätte Place to Play holen müssen. Sah es eigentlich gar nicht so schlecht aus. So, einmal kurz zurückgefahren von Fox, da war es sogar ein Ace. Ne, interessiert hat geholfen. Aber jetzt halt schon 6 zu 4 und die TS haben halt nicht so viel Geld. Die müssen halt mal anfangen rund zu holen oder halt wenigstens immer die Bombe zu legen. Wir müssen dann natürlich auch die Runden knapp machen. Also eine sehr wichtige Runde jetzt. Die Banane offensiv. Das Overdrive. Nochmal Kogo geboostet. Oh, ist er blind. Sehr schön hochgezogen. Und vielleicht, was kann Neo machen? Und das hier stirbt. Neo, gut geschossen, nochmal angesetzt. Aber reicht nicht für einen Frag. Schöner Go auch, also sehr schnell gespielt von Gamer House, gefällt mir. Dass sie da nicht lang rumfackeln und schnell den Action-Gang-Split ansetzen. Scheinen auch ein paar abgesprochene Granaten gewesen zu sein. Schöner Schuss. In der Runde kann nichts mehr anbrennen. Wenn man sagen muss, Damage wurde ja relativ gut gemacht. Ah, da fehlen halt die Frags.
Ah, sterben sogar noch zwei. Also das ist natürlich auch nicht gut, eine Runde zu gewinnen und dann so viele Waffen noch zu verlieren. Die haben halt immer noch kein wirkliches Geld. Ja, muss auch gelegt werden. Ja, klar, muss man hier kaufen, aber sollten sie jetzt die Runde verlieren, ohne Bombe zu legen, heißt es, glaube ich, direkt wieder eine Eco. Neo mit Awe, auch sehr schön. Wie weit ist denn das hier da unten? Krass, schöner Push. War, glaube ich, auch Silent. Gefällt mir sowieso immer. Gott, wie schlecht von Overdrive. So, Spot wäre jetzt offen. Schöne Fläche zum Häs. Mit Dossier, mit einem. Ordentlich genug da. Boah. 2 gegen 2, immer noch offen die Runde. Wobei die Bombe. Ah, Bombe ist schon auf Spot. MCH, wichtige Posi. Ist nicht blind. Sehr gut. Aber immer noch die Chance. Für Romschke. Sehr schön gespielt von LRZ. Richtig gemacht, genau richtig gemacht. Direkt auf Reflect gegangen. Nicht irgendwie auf Spot gewartet. Sehr gut gemacht. 6 zu 6. Zwei Runden in Folge für die Brasilianer. Aber bei Place to Play reicht's noch. Für Waffen, für M4s. Wichtiger First Track. War Fox jetzt schon mal, also zum zweiten Mal wieder. Schade, dass sie nicht dasselbe machen und nochmal zum B gehen, so wie vorhin. Nach dem First Track. So, wo ist Neo? Ah, da ist er. Boah, jetzt sterben sie wieder einzeln. Sehr gut. Also, Neo schon eine Macht hier gerade. So, Rammsch geht das Duell. Also, wenn Rixus der Duell direkt gewinnt. Oh, er hat viel HP. Also, so ein 1 gegen 3 kann man auch holen. Zumal Dossier Ava hat. Er muss jetzt halt auf Frag. Aber Dossier spielt's klug. Overdrive gut am Rennen. So, er muss gleich rumziehen. Boah, aber Neo einfach zu stark. Zu stark für Rix. Aber hat eigentlich alles richtig gemacht, dort auf Frag zu gehen. Wenn er da eher rumzieht, hat er vielleicht das Duell gegen Dossier. Neo war noch am Schieben. Aber es ist natürlich sehr schwer, das alles zu timen und zu wissen. Oh Mann. Neo kann aber immer die Infos durchgeben, dass der schnelle Gango kommt. Wow, nein, oder? Boah, schöner Frag von Dossier. Oh, jetzt leckt der NTV und ich ahne Böses, dass der jetzt gleich abkackt wieder. Boah, jetzt kriegt's Pending. Oh nein, oder? Boah, bitte nicht. Ach, da sieht man sein Ping. Also der leckt gerade ordentlich hier was zusammen. Boah, wollen wir mal hoffen, dass er jetzt nicht abkackt. Ah, sehr gut. Also finde ich gut, da auf die Schwachstelle Overdrive zu gehen.
Neo schon tot? Nee, Buggy. Ah, klar, durch den Bug. Durch das Gelegge. Wo ist Neo? Neo mit einem. Ach, schade, zweiten nimmt er nicht. Ah, das könnte vielleicht das 8-7 werden. Sonst sieht gut aus. Ja, sehr schön. Nur Fox. Boah, schöner Shot von Rix. Also 8-7, schöne ansehnliche Halbzeit. Hätte mir ein bisschen mehr taktisches Geplänkel gewünscht, aber ansonsten doch ganz gut gespielt von den Brasilianern. Und man kann festhalten, Neo ist souverän. Fox nicht ganz so gut, war oft First Track. Und Romschke hat auch nicht so viel zu tun bekommen am B. Und wenn, dann hat er auch gut was weggeholt. Dossier ist stark wie immer und Overdrive Ausfall wie immer. Und bin schon auf die zweite Halbzeit gespannt. Lex ist wieder halbwegs vorbei. So, da kommen die Restarts. Sorry für alle, die noch Werbung haben. So, was die dritte Map hier wäre, keine Ahnung. Aber dazu muss es erstmal kommen und dazu muss Gamerhaus hier die zweite Halbzeit gewinnen. Viel Spaß damit. Neo mit USP on top. Und Gamerhaus sehr, sehr defensiv. Sehr unorthodoxe Aufstellung irgendwie. Ja, wenigstens doppelt am Gang, immerhin was. Das kann Dossier auch ansagen. Auch Dossier hat eine USP, also sehr USP-lastige Aufstellung. Smoke am Start, also es wird am Ende wohl B gehen. Dossier faked am A ein bisschen, geht da Frag. Aber das Endziel heißt B. Schöne Entscheidung, jetzt Gang zu pushen. Finde ich gut. Boah. Aber du hast sie aber da sehr schön direkt drauf. Boah, und das veranlasst MCH gerade zum Schieben. Und das ist genau das, was Place to Play will. Und er hat einfach viel zu viel Raum, Dossier. Also er kann über die halbe Map schleichen. Ohne Gegnerkontakt. Oh, und nimmt noch einen mit. Immerhin ist sie jetzt hinten Banane direkt, aber ob das was bringt. B-Spieler. Boah, macht auch nur einen. Oh, gekämpft. Boah, schön. Da hat es ausgezahlt, Haus durchzupushen. Aber hat leider nur für zwei Fracks gereicht. Und der letzte Schuss war auch. Ach, sehr eigenartige Piste. Das einzig Gute war eigentlich der Hauspush. Aber Dossier einfach auch zu stark da, direkt One-Shot gegeben. Und dann hatte Dossier einfach viel zu viel Raum im Häs. Schade. Aber Piste ging komplett auf. Hat einfach komplett funktioniert, was Place to Play wollte. Ob sie da viele Flex machen, bezweifle ich. Ja, der erste. Ja, Fox zieht noch. Ja. Da ist es nur einer. Und das ist zu wenig. B ist somit frei. Sie hatten auch alle Diegel. Fraglich, ob eine Weste dabei war.
So, ich weiß übrigens nicht genau, wann die Halbfinals sind. Ich vermute beide morgen. Dass sich das Event über 4 Tage streckt, was ich irgendwie übertrieben finde bei nur 8 Teilnehmern. Das kann man aber locker an 2 Tagen ausspielen. Samstag, Sonntag und fertig. Gruppenphase halt Samstag und Playoff Sonntag. Verstehe nicht, warum man das hier über 4 Tage strecken muss, aber gut. Sollen sich weiter stören. Aber nächstes Gegner, wie wird dann das letzte Spiel des Tages sein? 18:30 auf 18:30 ist es angesetzt. Und je nachdem, ob wir noch eine dritte Map sehen oder nicht. Ja, keine Ahnung. Hoffe einfach mal, dass wir das Spiel komplett sehen. So, die Runde, Placeplay, Gang, Banane, Offensiv. Oh, schön von Fox. Ah, Fox blind. Wichtiger Refake und VF auch. Schön, aber Refake von Neo. Fährt direkt Hass durch. Schade, wollte da was entscheiden. Jetzt nochmal vielleicht eine Flash für oben, für Haus. Von Romschke. Sehr schön rausgezogen wird das hier. Perfekt gespielt. Hass kann er auch ansagen. 2 gegen 2, super rausgespielt. Die Smoke hätte mir Action jetzt besser gefallen. Oder halt Hass besser platziert. Schöne Flash, das hier jetzt wichtigster Spieler eigentlich. Oh, und stirbt direkt. Schöner, wichtiger Headshot von Rix. Kann es Raumspiel noch machen? Nein! Sehr schön. Gute Runde von Rix. Sehr gut, dass 2 an 2 gewonnen für sein Team. 8 zu 10. Wichtig ist, dass man ja auch die erste Equip-Round gewinnt und jetzt nicht direkt wieder in so einen Strudel kommt. Muss sich auf jeden Fall Waffen legen. Hier bei FV. Uiuiui. Das war böse am Ende der Banane. So, wieder First Track. Boah, Neo, schade. Das gibt Minus im Dream Team. Ist ein bisschen unnötig jetzt. Posi von KNG. Der Smoke, gut gearbeitet. Und Bombe down. Oh nein, der stirbt jetzt gegen Fox. Dennoch 3 gegen 3. Noch locker holbar. Oh, das hier aber wieder ein super krasser Headshot. Oh, MCH auch keine Chance mehr. Schade, schade, schade. Also sterben sie ein bisschen unnötig teilweise. Und Overdrive kriegt auch noch einen, seinen ersten in der zweiten Hälfte. 11 zu 8. Weiter in die Führung. Und vorhin die Runde nur mit 2 Leuten gewonnen. Da muss man sich letzte Runde legen und das reicht jetzt natürlich nicht, um hier nochmal Waffen zu kaufen. Schöner Eco Cobra von Dossier. B ist mal auch so gut wie drauf. Kommen denn die Headshots her? In der Mitte. Krass. Also, sehr geil. Also, ein Skillmäßig sind die Brasilianer eigentlich gar nicht so schlecht. Wir sind da noch ein bisschen safer spielen. Teilweise. Ein bisschen besser. Da hätten sie sogar Chancen, die Map zu gewinnen. Aber dann so kleine Flüchtigkeitsfehler vorhin in der Runde, wo sie die Überzahl hatten. So, das muss dann nicht sein. Gerade wo der Spieler vorhin Hass einen gekillt hat und dann noch gegen die Arve gegen Fox gestorben ist. Das muss nicht sein. Aber
Das führt dann natürlich auch zum. Ja, also spielt natürlich Place the Plane die Karten. Das wollte ich sagen. Gute Taktik, direkt Contact. Schauen, was Rix machen kann. Der vorhin ziemlich gute Einzelaktion gebracht, aber schöner Laufweg. Schön direkt durch. Den CD ist keine Chance eben zum Gegenflächen, aber MCH nimmt 2. So, wichtig von Overdrive den Spot zu holen. Sehr gute Ausgangssituation jetzt für die Brasilianer, ihre 9. Runde zu holen. Boah, aber Neo steht da jetzt sehr gut gerade. Oh, da ist einer durch! Oh nein, Neo. Schade, ich glaube, er war noch ein bisschen angeflasht. Aber sie bleiben dran, sie halten sich hier am Leben. Und diesmal auch wichtig, nur 2 verloren. Wichtig fürs Geldpolster. Aber Bombe gelegt, das wird auf jeden Fall nochmal eine Equipped Round bei Place to Play. Sehr gut, man greift weiter in Initiative. Overdrive. Mann, oh Mann, oh Mann. Verdient den First Track kassiert. Und das hier zielt oben ab. Neo mit Frag. So, King macht wichtig, hält dort Tess noch weiterhin. Aber da ist auch noch ein zweiter im Sandkasten, oder? Jo. LZ, mit dem hat Dossier nicht gerechnet, aber er fällt runter, ist im Recall und kann leider Romschke nicht finishen. Ah, guter AE am Spot, hat relativ viel Schaden gemacht. Aber genauso Romschke mit einer guten AE. Sprengt dort King raus und Rix Posi auch bekannt. Weil vorhin hat er das 2 gegen 2 auch quasi im Alleingang gewonnen. Vielleicht jetzt mit Momentum. Schade. Gut gemacht von Fox. Ach, Mist, da müssen sie aber auch mal Runden in Folge gewinnen. Jetzt schon 13. Moment, wie war die Halbzeit? 8-7. Jo, jetzt schon 14 zu 9. Für Place to Play. Aber ich muss sagen, die Brasilianer verkaufen sich hier ganz gut. Vielleicht sehen wir noch ein paar Röntgen. Alle am B. Ja, dort wird aber nichts anbrennen. Da ist auch nichts angebrannt. Spot drauf, Bombe werden sie legen. Ist natürlich auch schon. Shot. Boah, Neo! Sauber, schönere Frags von Neo. Komm, hol dir das Ace. Nein, schade. Auch wenn es ein Eco-Ace natürlich gewesen wäre. Schade, aber wichtig wieder für mein Dream Team. Dass er dann First Check setzt. So, und vermeintlich, also eventuell die letzte Runde jetzt, aber wir wollen es nicht hoffen.
trotzdem relativ viel Schaden gemacht in der Banane. Über 100 Damage. Von Rix insgesamt mit den HEs und so. Oh, ging mit Move mit herunter. Nein, zieht doch erstmal weiter rum und holt ihn noch ein. Oh, nicht gut gemacht, finde ich. Hätte auf jeden Fall noch kurz rumziehen können, um zu gucken, ob, ob er noch einen zweiten holt. Ja, und dann stirbt er jetzt. Schön. Nein, doch nicht. Krass. Also ein bisschen lucky. Gut gemacht von Romschke, aber. Nein, Neo mit Heimpech. Oh. Da wird nochmal hinterher gehupt. Sehr gut. Oh, also Runde vielleicht noch gut jetzt. MCH schön rumgezogen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber King bangt ihn. Oh Mann, oh, da haben sie dicke Probleme, da den Spieler zu töten. LZ war das, glaube ich. Aber wenigstens sind sie jetzt zweistellig. Wow. Falsch bitte rein. Ein Pack für King. Sehr gut. Und da ist nur noch Neo. Oh, jetzt, ja, jetzt weiß ich, dass dort einer ist. Neo gegen 3. Boah, die Bombe ist da oben, wo Overdrive ist, glaube ich. Also gefällt mir super, dass sie weiterhin aggressiv spielen. Sich nicht irgendwie nach dem Rundengewinn verstecken. Neo gegen 2 erholt sich die Bombe. Der CT hat das gehört. 50 Sekunden hat Neo noch. So, gibt der Gas. Schöne Fläche in die Mitte. Oh, er erzählt guter Laufweg. So, die Frage ist, ob Neo das checkt. Boah, sehr gut. Boah, wenn das kommuniziert war, dann war es super. Ja! Das sah gut aus. Rix hat sehr schön abgelenkt für seinen Mate. Sehr schönes Teamplay. Weltklasse. Und das sah wirklich aus, als ob das abgesprochen war. So, 11 zu 15. Und? Wir haben eine Glocke, Eco. Ah, das ist noch spannend. Waffen sind wieder dabei. So, wollen falsche Mitte sprengen. Oh, hier ist ein bisschen zu spät. Oh, Fox mit ersten. Und... Fox räumt da einfach komplett auf. Sehr schöner Move. So, Neo noch einen. Mit unten auch. Also es sieht nach der letzten Runde aus. Ach. Sehr schön. Und da ist nur noch Rix. Sich das hier. Aber da kommt Neo rum. 16-12, aber die Brasilianer haben sich gut verkauft. Am Ende hat es dann aber leider nicht gereicht. Place to Play dann einfach noch ein Ticken besser. Schöne letzte Runde auch nochmal schön schnell gespielt. GG Place to Play ist somit Zweiter der Gruppe A.